Hallihallo und herzlich willkommen bei Hausflipper und bei Blues neuem Haus. Wenn ich mir das so angucke, ich bin immer noch nicht zufrieden mit dem Dach. Also nicht mit dem Dach, sondern mit diesem Vorsprung. Ich bin am Überlegen, vielleicht mache ich ihn doch hölzern. Ich muss das nochmal gucken. Oh, ich habe mir die Tür ins Gesicht gehauen. Man kennt es ja nicht anders. Ja. Fürchterlich sieht es ja aus, ja. Wir waren das letzte Mal, ich bin gerade am Überlegen. Ja, genau, beim Büro waren wir das letzte Mal. Hier, das Kinderzimmer haben wir schon fertig. Bin ich auch immer noch zufrieden mit. Also, das macht mich glücklich. Da ist jetzt abgeschlossen. Was das hier wird, wahrscheinlich das Elternschlafzimmer. Blues Schlafzimmer, ja. Aber jetzt erstmal das Büro weitermachen. Also, ja, so viel haben wir noch nicht geschafft. Gesundheit, Hund. Der Hund schnieft hier die ganze Zeit rum, als wollte er irgendwie, ja, was sagen. Gucken wir doch mal, was könnten wir noch Schönes ins Büro packen? Ich bin mir tatsächlich noch nicht so sicher. Elektronisch ausrüsten, das muss natürlich sein. Also für Blue, huch. Ich wollte eigentlich gar nichts eingeben hier. Und alles ist gut. Ein Laptop macht sich, glaube ich, gar nicht mal so schlechter. Schwarz, nehmen wir die graue Variante. Was haben wir hier? Ach, die Tastaturfarben. Die leuchten. Für Blue natürlich blau, ist doch klar. So. So. Das macht sich hier gut. Perfekt zum Arbeiten. Daneben liegen dann auch ihre Kopfhörer, ja, die müssen auch da sein. Die sind natürlich auch blau, man kennt es ja. Ne? So. So. Und weil Blue hier ja arbeitet, müssen wir noch ein paar Arbeitsmaterialien besorgen. Da müssen wir mal gucken. Ja. Cyberpost, mhm. Der Controller, der darf hier natürlich nicht stehen. Ich glaube, was haben wir hier? Ein Deckenventilator. Das überlegen wir uns noch. Ich weiß noch nicht. Computermaus brauchen wir eigentlich nicht. So, Unterhalter ist okay. Gut. Wir brauchen eigentlich. Alles? Ach ja, das war das. Zubehör, genau, hier sowas. Sowas finde ich gut. Genau. So eine Ablage ist immer schön, aber wir wollen alles ein bisschen heller haben. Sieht irgendwie trotzdem nicht heller aus, wenn ich mal sagen darf. Okay. Weiß. Sind die Dokumente oder was? Ja. Für Blue gibt es nur blaue Dokumente. Rahmen und Grundlage, aber es sieht trotzdem super dunkel aus. Oder bin ich doof? Ja, das ist ja Rahmen. Jetzt sieht die Grundlage. Aber das sieht nicht weiß aus. Naja, gut, wir kaufen das mal. Ja, jetzt sieht das schon viel heller aus. So, das macht sich da ganz gut. Dann, ich habe gesehen, Klebezettel, ja. Die braucht man immer. Das ist einfach so. Ich brauche die immer, deshalb, die liegen hier. Oh, ich habe aus dem Spiel gedacht, das ist auch sehr schön. Nein, und dann so ein Stifthalter-Set, Pinsel-Set, nee. Sowas ist auch nicht schlecht, aber das sieht fürchterlich aus in diesen Farben. Ich bin damit nur nicht zufrieden. Die sehen alle fürchterlich aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ach so, hier. Und so die Stifte und so. Ja, gut. Dass man die Stifte schön einfärben kann, aber die Sachen hier nicht so. Das ist irgendwie frustrierend. Wir machen das einfach alles mal auf weiß und gucken mal, wie das hier gleich rüberkommt.
Ich bin nicht davon überzeugt. Warte mal. Kann ich das hier reinlegen? Das gefällt mir nämlich hier viel besser, weil ich finde, Stifte und so, die braucht man immer recht häufig. Dementsprechend, so. Ich würde das hier halt gerne mit reinlegen, aber das funktioniert nicht. Okay, ja, das sieht nach einem guten Arbeitsplatz aus. So, die Wände sehen noch ziemlich leer aus. Und hier, ja, muss auch noch was hin. Ich will hier auf jeden Fall eine Lampe in die Ecke stellen. Die macht sich da garantiert ganz gut. Was haben wir hier alles, ey? Die ganzen Bücher und so. Obwohl, warte mal. Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Wir machen das mal so. Können wir die hier oben... Ich muss mal auf den Tisch steigen. Wir wissen zwar noch nicht hier, also was Blue arbeitet, aber wenn ich das mal so sagen darf, es sieht aus, als hätte sie eine Kanzlei, finde ich. Irgendwie hat's was davon. Braunes Bücherset, die sehen irgendwie hässlich aus. Ne, dann packen wir die nochmal dahinter. So. Ja, und dann müssen wir die anderen auch nochmal dahinter setzen, weil sonst ist es, kommt der innere Monk durch und sagt mir, der kommt sowieso schon durch, verdammt. Und der kommt nämlich durch. Hallo. Weil ich das zu weit nach da geschoben habe. Ja, jetzt sieht's besser aus. Ja, das macht sich gar nicht mal so schlechter. Ja, gut. Also, was ich eigentlich machen wollte, wäre... Ich hätte gern Möbel. Eine Sitzgelegenheit da vorne in der Ecke. Aber ich bin gerade am Überlegen. Ich finde... So eine Art Chaiselon würde sich da halt echt gut machen. Die sehen so gut aus, diese Bücherregale. Muss ich wirklich sagen, hier so moderne. Ich glaube, der Hund ist wieder auf Fliegenjagd. Deshalb habe ich mich gerade ein wenig gewundert. Die Dinger sehen auch gut aus. Die würden hier, glaube ich, ganz gut reinpassen. Ich muss mal gucken. Der sieht irgendwie komisch aus, wenn ich das sagen darf. Die Sachen sind alle zu groß. Zählt das als Sofas? Ja, hier sowas hatte ich gedacht, aber dann müsste ich halt die Lehne auf der anderen Seite haben, also eher so hier. Ja, oder hier so eine Chaiselon, aber dann auch... Aha, die Farben sind fürchterlich, die passen da alle nicht so, nee. Das können wir vergessen. Die passen ja nicht rein. Meh. Das ist schon eher. Das wäre ein Plan. Und weil wir hier alles so auf weiß haben. Ich war dumm. Ja. Probieren wir es mal so. Ob das hier wirklich so gut reinpasst. Nee, es ist viel zu lang. Viel zu lang. Okay, dann würde da tatsächlich nur ein Sessel funktionieren. Sitzsack. Haha. An sich hätte ich da total nichts gegen. Aber ich finde, der passt halt hier nicht rein. Das ist so dunkel. Das sieht einfach aus, als wäre das von, wäre das aus Minecraft gebaut. So komplett eckig. Das Ding sieht bequem aus, wenn ich das mal so sagen darf, aber ich glaube... Vielleicht hier so ein? So ein Ohrensessel? Naja, Ohrensessel ist das ja auch nicht, aber... So, und da haben wir ja eine... Ja, dann packen wir eine Lampe dahinter. Ich glaube, das ist so eine Stehlampe. Ja, ich glaube, das finde ich gut.
Lichter. Stehlampen, danke. So, sieht alles nach Modell. Das packen wir einfach hier ins Büro, perfekt. Sieht alles nach moderner Kunst aus, passt irgendwie so nicht hier rein. Ich hätte gern so. Das hört sich jetzt doof an, aber so eine Ikea-Lampe, wisst ihr, was ich meine? Vielleicht die. Oder die. Ich glaube die. Können wir das hier noch ein bisschen näher dran packen oder auch nicht? Warum geht das nicht noch näher? Das ist irgendwie doof, wenn das so. Ich will das doch so ein. Okay, deshalb geht das nicht noch näher. Ich verstehe. Okay. Ja, ja. Damit bin ich zufrieden. So. Ich finde, die Wände müssen auch irgendwas haben. Nämlich Dekoration von... der Hund! Ja, es gibt ihn. Olli und ich hatten uns darüber unterhalten, ob es diesen Hund gibt. Der ist nämlich auch aus Friends. Ja. Vielleicht ist es ja auch ein Architekturbüro. Das würde nämlich dann hier auch gut reinpassen, weil Blue und Blau, ne? Wir verstehen uns. So. Hier, ja. Sieht gar nicht mehr so grell aus. Oh. Das sieht riesig aus. Ich hätte nicht gedacht, dass das so riesig ist. Vor allem, ich hatte ja schon... Das hat Blue gebaut. Blue hat hier die Skyline gebaut, ja. Das bewundert sie jetzt jedes Mal beim Arbeiten. Vielleicht ist sie doch keine Anwältin oder so. So. Und wir haben Blue ja das Versprechen gegeben, dass das alles grün wird. Deshalb, wir brauchen Pflanzen. Die Frage ist, sind die bei Deko? Ich weiß es nicht. Yes. Ich hätte auch einfach auf Pflanzen gehen können. Wir brauchen große Pflanzen. Die wir so schön in die Ecken stellen können. Die finde ich immer toll. Die sind super. Die sind allerdings zu groß. Perfekt. Können wir also vergessen. Thymian. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das sieht zu blau aus. Petersilie. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin so absolut kein Pflanzenmensch zu Hause, weil bei mir halt alles eingeht. Die sind auch zu groß für die Ecken. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann denn hier alles zu groß für die Ecken sein? Das sieht da gut aus, ja. Aber auf der Seite, da brauchen wir auch noch irgendwas. Aber da wirkte die irgendwie so ein bisschen... Basilikum will ich eigentlich nicht da reinstellen. Die sieht gut aus. Aber dann hier ein Weiß, bitte. Ja, ja, damit kann ich leben. So, deine Ecke können wir auch noch irgendwas platzieren. Aber da müsste dann irgendwas Schmaleres hin. Ein Gummibaum zum Beispiel. Vielleicht wirklich ein Gummibaum. Ja, doch, ja. Ich wette, die Pflanzen passen temperaturtechnisch alle nicht zusammen. Muss ich jetzt mit klarkommen. So. Da.
hätte ich tatsächlich auch gern irgendwas Dekotechnisches an der Wand. Hängende Deko. Gemälde. Ich bin am Überlegen, was da noch gut hinpassen könnte. Ich glaube, das passt perfekt ins Büro. Wenn wir hier noch so wirklich Architekturbilder hätten, nee, dann würde ich die, glaube ich, damit reinklatschen. Einfach. Das ist auch sehr hübsch. Ich glaube, ich hänge das hier mit rein. So. Oh Gott! Okay, in kleiner. Ich finde, wenn man nach hier guckt, passt es. Wenn man nach hier guckt, passt es. Wenn man nach da guckt, fehlt irgendwas. Aber ich weiß nicht, was. Ich habe eine Idee. Schauen wir mal. Wie wäre es, wenn wir so Pflanzen klein? Ich habe nämlich hier diese hier gesehen. Gibt es auch eine, die so runterhängt? Nee. Da wäre dann nur die hier machbar. Ach, das ist hier unten, okay. Echt nicht? Ich hatte die Hoffnung, dass man die hier so draufsetzen kann. Ja, in der Mitte. Aber ich hätte es so gerne, dass die da so ein bisschen runterhängt. So, direkt am Rand finde ich es auch ein bisschen gefährlich. Warte mal. Wuppe. Sieht besser aus. Trotzdem finde ich hier, es ist noch nicht ganz so. Oh, aber wir brauchen so oder so erstmal eine Lampe. Das, was ich am häufigsten vergesse, sind Lampen. Aber auch bei Sims vergesse ich die ständig. Stehlampe, Wandlampe, Lichtschalter, Deckenlampe. Habe ich hier überhaupt einen Lichtschalter? Muss ich gleich mal gucken. Ich finde die gar nicht schlecht. So, wir machen das alles in weiß, weil wir wollen das hier alles heller haben. Dann so richten wir das nach dem Schreibtisch aus, merken, dass es absolut nicht passt. Ja, hoffen, dass wir es irgendwie hinkriegen. Ich glaube, das muss noch ein Stück weiter nach vorne. So. Könnte sein. Muss aber noch ein Stück weiter nach da. Toll. Jetzt zeigt er mir natürlich nicht mehr an, wo es stand. Beziehungsweise hing. Klasse. Vielleicht. Nein. Ja. So. Nein. Ist drüber. Soll ja über dem Schreibtisch sein und nicht über mir. Ja, okay. Ja, ich nehme das. Ist gekauft. Keine Stromverschwendung hier. Doch, doch, wir machen Stromverschwendung. Einfach weil wir es können. Und weil ich Angst habe, dass der komische Geist wiederkommt. So. Wir sind mit Blues Büro fertig. Juhu! So. Wollen wir uns mal ans Badezimmer machen? Ich glaube schon. Gut. Badezimmer sind ja immer was Feines.
Boden und Decken. Schauen wir doch mal. Fliesen. Ich bin hiervon tatsächlich ein totaler Freund. Hellblau. Hellblau finde ich auch nicht schlecht. Müssen wir mal gucken, wie die wirken. Warte mal. Konnte ich die einfach so einsetzen? Ich weiß es nicht mehr. Anscheinend konnte ich's. Und ja, hellblau nehme ich. So, Sache geklärt. Abdeckung? Was ist hier mit Abdeckung gemeint? Ach, Teppich. Okay, Teppich brauchen wir gerade auch nicht. Gerüste, Türe, Wände. Paneele, Wandfliesen. Ich würde sagen, wir machen eine Mischung aus Wandfliesen und vielleicht einfach Wandfarbe. Da muss ich aber noch gucken. Die Frage ist, was für Wandfliesen? Also, das ist fürchterlich hier. Das Schachbrett wäre eine Variante. Schachbrett grau. Aber ich würde halt dieses hellblaue gern wieder aufgreifen, aber ich will halt nicht, dass es zu eintönig aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Weil das auf. Also. Wir verstehen uns. Warte mal, ich muss mal gerade. Warte, wie mache ich das denn nochmal hier? Werkzeug. Wir machen das mal hier dran, ne? Weil. Ach nee, das ist. Rein theoretisch, wo müsste die Dusche sein? Ich hab's gerade nicht im Blick. Ist hier überhaupt eine Dusche? Hier ist, glaube ich, die Toilette. Wir machen's mal hier hin. Mal gucken. Und genau das passiert, was ich denke. Es ist zu farblos. Also es ist schon schick, ja. Aber es ist nicht das, was ich will. Das ist halt ein sehr kräftiges Blau und das hier noch kräftiger. Ich hätte gern Mischmasch. Den haben wir aber nicht. Ich weiß noch nicht. Die sehen halt auch jetzt ziemlich hell aus, wenn die auf dem Boden liegen, ne? Warte mal. Probieren es mal so. Das ist halt das in einer anderen Farbe. Es bringt mehr Farbe rein, sieht aber auch fürchterlich aus. Wenn man sagen könnte, nur bis da oben, also dass wir nur diese oberen beiden Dinger hätten oder die drei, würde ich sagen, ja, aber so sieht es halt schwierig aus. Dementsprechend das nicht. Schwarz-Weiß, das ist zu dunkel, das sehe ich so schon. Wir probieren es mal mit denen. Ich finde, von der Farbe her, ne, mit dem zusammen finde ich es gut, aber ich finde, das Muster passt da nicht. Obwohl, warte mal. Ich komme jetzt gerade auf Ideen. Wenn wir das hier mal so machen, ja? Dann immer wieder so ein paar Farbtupfen da reinpacken. Und dann aber mit denen hier wieder weitermachen. Ich glaube, damit komme ich klar. Die Frage ist, ob Blue damit klarkommt. Ich sehe schon. Wir machen das Haus hier wunderschön fertig. Dann kommt Blue an und sagt so, ey, was hast du da für einen Kack zusammengeschustert? So, das passt aber nicht. Da muss eine Reihe noch blau dazwischen. Sonst ist das nicht symmetrisch hier. Da kommt dann mein innerer Monk raus. Ja, ich glaube, das machen wir so. Wegen den anderen beiden Seiten muss ich gleich nochmal gucken. Aber, ja, ich glaube, das könnte was werden.
Ja, ich glaube, das machen wir so. Und die verkaufen wir, weil die fürchterlich sind. So, die hellblauen brauchen wir dann noch weiter. So. Ja, hier, mach da dran. Also irgendwie hat mein Charakter keinen Bock, das zu machen. Ich weiß aber auch nicht warum. Okay, wie gesagt, damit bin ich zufrieden. Hier bei den Wänden müssen wir gleich mal gucken, wo wir es dran setzen. Verdammt, ich kann das nicht so. Okay. Ah, die sind schon wieder leer. Können wir es einfach weiterziehen? Ja, können wir. Okay. Das ist praktisch. So. Ein Paket wäre nicht schlecht. Ja, gut. Ich hol mir nochmal zwei davon. Ich wette, das brauchen wir auch. Ah. Wir haben ja noch eine Wand. So, das packen wir hier dran. Hier dran auch noch. Sieht das hübsch aus. Hübsch einheitlich hier. Ja, vielleicht machen wir das hier zweimal. Das war das hier drei, eins, zwei, drei und dann hier anfangen und dann genau übers Fenster. Müssen wir mal gucken, ob wir das so machen. Ich mache hier erstmal ein paar hin. Dann gucken wir gleich mal. Ja, schön in die Mitte, das macht halt gar keinen Sinn eigentlich, aber. Ich bin ein Held. Ich mache Dinge, weil ich weiß, ich kann sie nicht. Bam, bam. Und das tun nur Helden. Denn Helden wissen nie, wann es Zeit ist, aufzuhören. So, okay. Eins, zwei, drei habe ich gesagt, ne? So, sind zwei Stück. Eins, zwei, das würde ich hier gut passen. So. Jetzt bloß die Frage. Toll, ob ich das auch blau mache. So. Nö, nö, nö. So, machen wir das blau oder weiß, ist hier die Frage. Blau passt es halt dazu, da rein und bin mir unschlüssig. Ich glaube, ich würde es tatsächlich blau lassen, wenn wir das so machen. Und ich glaube, ich will es so lassen. Ja. Ich sehe schon, alle schreien einfach vor dem PC von wegen, nein, was machst du da für einen Scheiß? Ja, normalerweise bin ich ja so ein Typ, der die Ecken dann immer andersfarbig macht. Aber hier wollte ich das jetzt mal anders probieren. Und ich muss sagen, es hätte schlimmer kommen können. Es hätte wirklich schlimmer kommen können. Deshalb, ich bin da schon gar nicht mal so. Ich probiere Dinge aus. Ja? Dieses Spiel ist ja dazu da, um Dinge auszuprobieren. Finde ich jetzt persönlich. So, aufdrehen. Wir drehen das mal auf. So. Hier können wir noch Heizung. Okay. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier erstmal an die Technik und dann geht's weiter. So. Heizung. Ja, die Installation haben wir schon. Wir müssen sie nur noch dran setzen. Jetzt bin ich gerade irritiert, weil hier ist. Ja, Badezimmerheizung kaufen und montieren. Das war doch eigentlich gerade mein Plan. Aber irgendwie schiebt er die dann ja von A nach B. Okay, ich bin verwirrt. Ich bin total verwirrt. So, und dann machen wir das noch und das noch und das noch und zack. Gucke ich mal drauf. Okay. Wir haben schon mal eine Heizung. Ist noch nicht so viel. Dann kaufen wir noch ein Klo.
Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Wenn wir das mal machen, mal Möbel, Badezimmer, Armaturen. Seht ihr ein Klo zu Armaturen? Ist hier die Frage Toiletten. Da sieht am hübschesten aus. Es tut mir leid. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Frage ist, packen wir das so hin oder packen wir das... Okay, wir packen es anscheinend so dahin. Der lässt uns gar nichts anderes tun. So. Erstmal pinkeln gehen. Das sieht irgendwie so klein aus. Als wenn das ein Miniaturklo wäre. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir bloß Badezimmer weitermachen. Bis dahin, ciao!